Hallo und willkommen zurück zu Anno 1602. So, wir sind hier in unserem kleinen Dörfchen. Unser Schiff ist angeschlagen. Wir wurden hier angegriffen von Piraten und wir haben auch noch ein Piratennest entdeckt. Da ist jetzt ein bisschen Schaden entstanden, aber ja, den können wir später noch reparieren. Wir haben hier die ersten Siedler. Man sieht ja hier schon drei Häuser. Muss man nachschauen. Ah, unsere Bilanz ist auch schon positiv. Wir machen also schon Gewinn. Okay, und Baumaterialien werden den Bewohnern auch zugestanden. Also können sie auch ja, ihre Hütten hier erweitern. Ich sehe hier gerade gar keine Hirsche mehr. Gar kein Wild. Ah, da ist einer. Da sind zwei, drei. Ah, okay. Vielleicht könnten wir hier unten mal wieder eine Jagdhütte errichten. Ah. Ich weiß nicht, ne, ich glaube nicht. Ich glaube, wir bauen mal sowas wie eine Fischerhütte hier oben. Und einen Weg, der da runter führt. Ah, und ich habe gerade was gesehen. Ich glaube, ihr habt das auch gesehen. Pflasterstraßen können wir bauen. Das heißt, wir haben jetzt hier den Steinbruch zur Verfügung. Aber wir können überhaupt keinen. Wir haben hier keinen, naja. Wir haben hier nichts, wo wir Stein abbauen können. Wir haben hier nämlich keinen Fels. Hier wäre Fels, aber da kommen wir nicht dran. So, deshalb brauchen wir jetzt auf jeden Fall eine zweite Insel. Auf jeden Fall. So, und wir haben ja schon viele Inseln erforscht. Hier waren wir auch schon. Und nirgendwo gibt es Erz. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Ja, wir waren schon bei. Wir waren echt schon bei allen Inseln. Da ist wieder ein Piratenschiff unterwegs. Hier unten waren wir noch nicht. Da könnte Erz sein. Hier könnte Erz sein. Ja, und hier vorne könnte natürlich auch Erz sein. Ansonsten waren wir fast überall. Wir fahren mal mit unserem Schiff hier oben hin und erkunden die Insel hier. Schauen mal, ob man da Erz abbauen kann. Ja, derweil schauen wir mal dabei zu, wie die Siedlung hier wächst, wie die Bedürfnisse wachsen. So, Fleisch haben wir ja hier schon. Fleischproduktion haben wir schon. Ja, sonst können wir gerade soweit erstmal nichts mehr bauen. Wir brauchen ja, ich schaue nochmal eben in die Mission rein. Wir brauchten, Moment, ich erinnere mich gerade wieder, wir brauchten eine Stadt für 100 Aristokraten, genau. Na gut, das ist noch ein weiter Weg. Wir brauchen als nächstes Tabak, Alkohol und Gewürze. So. Kontor 2 können wir bauen. Brauchen wir das mal? Da ist mehr Platz für Waren. Und hier werden dann andere Gebäude angezeigt, eben jetzt hier für Alkohol etc. So, wie sind wir eben angekommen? Erkunden jetzt mal die Insel. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ja. Ein Erzvorkommen wurde Ah. entdeckt. Okay, ja gut, dann werden wir da mal Erz abbauen. Fahren wir dann erstmal wieder zurück und holen hier die Waren ab, die wir dafür brauchen, um ein Kontor zu errichten und dann auch noch die, naja, schauen wir mal, erstmal fahren wir da hin und bauen da ein Kontor und dann bauen wir da Steine ab und dann, also lieber wir die Steine auch noch brauchen für die Erzverarbeitungsbetriebe. Ach Moment, das ist Piratenschiff. Fahren wir mal lieber andersrum. Andersrum. Ah, wir fahren genau auf das Piratenschiff zu. Puh. Ich glaube, da konnten wir gerade eben noch ausweichen. Das ging gerade noch gut. Nicht umdrehen. Hier entfahren. Ja, also den. Ja, die haben ja alles. Die haben ja alles, was sie brauchen. Die haben hier oben keine Kirche. Wir könnten noch ein paar Einwohner dazu gebrauchen. Obwohl, nee, wir könnten erstmal dafür sorgen, dass die hier alle aufsteigen. So, und jetzt bitte hier vorne hinfahren.
So, und wir haben hier Kanonen an Bord. Die können wir dann auch mal abladen. Also die, die wir nicht hier verwenden als Bordgeschütze, sondern haben wir hier fünf Werkzeuge. Da kaufen wir mal ein bisschen was ein. Und zwar bis 20 Tonnen. So. Und verkaufen dann Holz und Stoffe. Ja, Stoffe können wir verkaufen. Bis 50 Tonnen. Also alles über 50 Tonnen. Und wir verkaufen Holz. Alles über 30 Tonnen. So. Okay. Und wie sieht's aus mit Nahrung? Nahrung, Nahrung, Nahrung. Ja, 48 Tonnen. Das lassen wir erstmal. Euer Volk wünscht ein Wirtshaus. Ah ja, die hätten jetzt gerne ein Wirtshaus. Genau, das heißt, wir brauchen auch Alkohol. So, erstmal 20 Tonnen davon einlagern und die Kanonen von Bord. Okay. Ne, da bleiben. Und vielleicht mal an die Seite fahren, dann kann hier noch ein freier Händler hin. So, jetzt geht mal mit der Geschwindigkeit hoch. Ich drücke F6 dafür. So, und dann warten wir jetzt mal ab, dass hier der freie Händler vorbeikommt und ein bisschen Eisen bringt oder Werkzeug bringt. Wir könnten natürlich auch mal hier beim Konkurrenten schauen, was er denn so verkauft. Naja, gut. Er mietet Eisen an, aber wir brauchen kein Eisen, sondern Werkzeuge. Und er braucht selbst Werkzeuge, okay? Naja, alles nicht. Haben wir alles nicht. So, Werkzeuge werden immer weniger, weil die natürlich hier aufsteigen. Das bringt mehr Geld. Ja, man sieht es jetzt schon. Plus 26, plus Eure 31. Stadt wächst und gedeiht. Oh, über 100 Einwohner. Und da kommt der freie Händler. So, da müssen wir jetzt mal ganz schnell mit unserem Schiff ran. Und erstmal die Werkzeuge, 10 Stück davon, auf unser Schiff laden. Schauen wir mal eben kurz, was das Kontor 1 kostet. Drei Werkzeuge und sechs Baumstämme, also Bretter. Okay. Ein Forsthaus kostet zwei Werkzeuge. Na gut, fahren wir erstmal dahin und errichten da ein Kontor. Oder fahren wir mal weiter und schauen uns. Ja, hier kann man kaum was bauen. Ja, da auch. Fahren wir mal hier hin. Mit dem Schiff und errichten hier ein Kontor. Leider kann man hier auch nicht terraformen. Also wir können das hier nicht erhöhen, das Gelände. So, okay. Werkzeug ist hier komplett aufgebraucht. Okay, das ist aber auch gut, denn unsere Häuser sind ja jetzt, sind hier gewachsen. Also unsere, ja, Einwohner haben sich quasi verbessert. Und denen fehlt was? Ja, dem fehlt das Wirtshaus. Das können wir bauen. Moment, wo waren das gleich? Aber den öffentlichen Gebäuden hier. Das setzt aber eben auch Stein voraus und vor allem setzt es voraus, dass es mit Alkohol geliefert wird, den wir hier oder da herstellen könnten. Und jetzt seht ihr hier, wir brauchen dafür auch Stein. Und dafür auch. Und den müssen wir natürlich hier hinten erstmal produzieren. So, ich drücke wieder F5, damit die Geschwindigkeit wieder runtergeht. Und wir errichten hier ein Kontor. Das hier hin. Würde ich gerne dahin bauen. Wenn möglich, geht leider nicht. Na, dann bauen wir das dahin. Oder innen. Die Innenseite wäre auch gut. Machen wir das da. Genau. Das ist dann ein bisschen geschützt. Okay, fahren wir dann rum. So, das ist unser Kontor. Macht natürlich erstmal minus 15 Gold. Dann muss da noch der Steinmetz drauf. Den setzen wir direkt dahinter. Gerade mal ein bisschen drehen, damit man das besser sieht. Ja gut, den können wir gar nicht direkt auf einmal bauen, weil wir mehr Werk. Obwohl, 7 Tonnen Werkzeuge könnte hinkommen. Ja, schauen wir mal. So, erstmal alles entladen. Alles raus und aufs Kontor, oder ins Kontor schicken. So. Da, den Steinbruch. Den errichten wir mal zuerst. Einmal und dann den Steinmetz dazu. Und
Der geht nicht mehr. Dafür haben wir kein Werkzeug. Und da ist der Pirat wieder im Weg. Gar nicht im Weg, sondern der spazieriert hier um unsere Insel herum. Ich glaube, der will uns angreifen. Der hat uns gerade schon gewittert. Kehrt aber wieder um. So, dann können wir mit dem Schiff. Können wir mit dem Schiff auch schon wieder ein bisschen runterfahren in Richtung Hauptinsel. So, was könnten wir da oben noch errichten? Naja, nicht allzu viel. So, und fahren dann mit dem Schiff hier unten runter zu unserem Kontor. Oder zumindest hier unten mal so hin. So, hier haben wir 117 Einwohner schon, aber kein weiteres Werkzeug mehr. Das ist schon eine ganze Weile her, dass der freie Händler hier war. So, dann geht's mal direkt zum Kontor. Wir müssen natürlich jetzt unser Schiff reparieren können. Achso, genau, was man hier auch gerade ganz schön sieht. Tabak 100, Weintrauben 50, Zuckerrohr 50. Hier in den gleichen Anteilen, nur anders verteilt. Das ist übrigens bei jeder Insel so. Also es gibt keine Insel, die dreimal 100% hat. Es ist immer einmal 100% und zweimal 50%. So, das muss man hier auch sehen. Ja, oder sogar noch schlechter. Aber 100, 100, 100 gibt es nicht. So, und da ist wieder der Pirat. Er möge doch bitte mal weiterfahren. An der Insel vorbei. Okay, so, der freie Händler, der ist nicht in Sicht. Oh, da ist noch ein Pirat. Ganz schön viele Piraten hier. So, jetzt wollen wir natürlich auch keine Waren mehr aufladen. Oh, wow, 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 gefährlich ist es hier. Also wir brauchen unbedingt Werkzeuge. Deswegen gehe ich mal mit der Geschwindigkeit wieder hoch. Drücke wieder F6, damit wir die Geschwindigkeit auf Mittel gesetzt. Unser Schiff ist auch langsam. Und jetzt gleich hat er uns. Er greift uns an. Müssen wir in den Militärmodus gehen und angreifen. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Oh, unser Schiff ist gleich kaputt. Ich befürchte, das wird jetzt nicht überleben. Boah, gerade eben. Ja, und jetzt ist es natürlich hin. Ja. Gut, das war's mit unserem Schiff. Schade, schade, schade. Und hier treiben jetzt Waren rum, oder ist das ein... Ne, ich glaube, da treiben keine Waren rum, das ist nur ein Bild. Aber da kommt der freie Händler. Jetzt müssen wir hier natürlich auch noch... Moment, ich drück mal wieder F5, jetzt müssen wir hier oben natürlich noch Waren einkaufen. Wobei, eigentlich können wir uns das auch sparen. Ne, jetzt können wir hier Waren einkaufen. Können wir hier noch Steine einkaufen. Bis 20 Tonnen. Ah, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Und verkaufen dann noch Nahrung. Bis runter auf 50 Tonnen. So, und was kauft er? Oder verkauft er? Er verkauft vor allem Werkzeuge. Und verkauft aber keinen Stein. Tja. Brauchen wir allerdings. Brauchen wir ja. Ja, und hier oben, das ist echt richtig ärgerlich. Jetzt können wir ja erstmal lange Zeit kein Stein produzieren. Ja. Ja, das ist ärgerlich. Wir haben kein Schiff, können hier nicht durch die Gegend fahren, wir können nirgendwo hin expandieren. Tja. Gut, dann müssen wir mal sehen, dass wir uns irgendwie eine Werft bauen können. Das kommt dann mit der Zeit. Geschwindigkeit habe ich jetzt wieder auf die nächste höhere Stufe gestellt. Was können wir denn so produzieren? Aber das braucht alles Stein. Ach nee, die Getreidefarm braucht keinen Stein. Aber das produziert auch nur Nahrung. Und die Nahrung, die werden wir zum Beispiel nicht wirklich los. Wir können Mehl herstellen und Korn.
Na, das wäre eine Idee. Bauen wir. Wir bauen Getreidefelder. Moment mal. Wir schauen mal, wie weit man hier oben ran kann. Ah, okay. Dann sind wir jetzt mal ganz geschickt. Wir bauen nämlich 4, 4, 4. Das war doch nicht so geschickt. Egal. Nee, das weisen wir ab. So, klicken das nochmal an und bauen dann Getreidefelder. 4, 4, 4, 4. Und hier nochmal. 1, 2, 3, 4. So, dazwischen oder da rein kann man dann nämlich die Getreidefarm setzen. Und die setzen wir erst dann da rein, wenn wir da fertiges Getreide haben. Ja gut, jetzt hätte ich natürlich das Feld hier immer weglassen können, weil hier die Straße hinkommt. Damit wir zum einen Euer Volk braucht eine Schule. Korn abtransportieren können und zum anderen, damit da die Mühle rankommt. Also der Müller. So, und die braucht zum Glück auch keinen Stein. Die kommt dann hier hin. Aber ich glaube, die drehen wir mal. Naja, die drehen wir so. Wenn das Getreide natürlich fertig ist. So, jetzt haben wir 41 Holz, aber ja, kein Stein. Deswegen können wir hier fast nichts bauen. Wir brauchen für alles Stein. Auch für die Schule. Immerhin, die Bilanz, die geht wieder ein bisschen rauf. Da müssen wir auch unbedingt darauf achten, dass wir nicht zu viel Minus machen. Wir haben nur 4000 Gold noch über. Da müssen wir ganz dringend darauf achten. Vielleicht auch, dass wir noch ein bisschen mehr verkaufen, aber nee, verkaufen können wir nichts mehr. Wir könnten die Kanonen verkaufen, aber ich glaube, die brauchen wir dann für unser nächstes Schiff. Ah, seht mal hier, Bilanz minus 35 nur noch. Das sieht gut aus. So, und ich glaube, jetzt können wir so also langsam aber sicher an die Getreidefarmen gehen. Einmal, zweimal. Und dann auch die Mühle bauen. So, die bauen wir mal so, dass der Müller da, also der Marktplatz auch, also hier der Marktplatzkarren auch da an die Mühle rankommt. So, und dann braucht die Mühle natürlich noch einen Bäcker. Da ist die Bäckerei. Die setzen wir auch hier hin. Einmal. Und dann könnten wir, glaube ich, noch eine zweite von versorgen. Da müssen wir wieder auf den freien Händler warten, dass der uns ein bisschen Werkzeug bringt. Naja, und das kann natürlich ein bisschen dauern. So, aber wir sehen jetzt inzwischen, haben wir nur noch ein Pionierhaus. Und der dürfte auch bald aufsteigen. Aber der braucht, ha, ihr seht es hier, er braucht noch eine Kapelle. Weil er keine Kapelle hat, steigt er auch nicht auf. Der hat erstmal kein Mehl, das dürfte aber gleich kommen. Der Müller hat ja schon Korn gemahlen. So, wir haben wieder Werkzeug bekommen, aber kein Stein. Naja, und ohne Stein wird das nichts. Tja. Was machen wir da? Wir können hier die Gebäude nicht bauen. Die brauchen wir unbedingt, damit wir weiter aufsteigen können. Oder unsere Siedler weiter aufsteigen können. Wir müssen vielleicht Preis für Stein nochmal erhöhen, dass wir 35 Gold bieten pro Stein. Das ist vielleicht interessanter oder lukrativer für den freien Händler, bei uns vorbeizukommen. Und hier die Preise für die Waren müssen senken. 22 dafür und 10 dafür, zum unteren, aber 20 dafür, unteren Rand hier. So. Kaufen die freien Händler vielleicht ein bisschen eher oder vielleicht auch die Konkurrenz, wenn die Preise attraktiv sind. Naja. Ah, da kommt wieder ein freier Händler. Ja, mit ein bisschen Glück kommt der und wir haben dann Stein. Also Stein ist jetzt wirklich das absolut Wichtigste überhaupt.
So, verkaufe Stein. Verkauf Stein, verkauf Stein, verkauf Stein. Wieso kauft er denn? Ah, er verkauft keinen Stein. Tja, was hat er uns verkauft? Ich glaube Werkzeug. So, und den können wir erstmal streichen. Die Werkzeuge streichen wir. So, und da bieten wir von mir aus auch 37 für an. Die Hauptsache ist, dass jemand kommt und die kauft. So, dann gehen wir mit der Geschwindigkeit aufs Maximum hoch. Ah, genau, wir können auch mal schauen, ob wir schon Mehl oder Korn einlagern, aber momentan scheint es noch nicht so zu sein. Okay. Naja, vielleicht können wir auch noch ein paar Häuser dazu bauen. Ein paar Einwohner mehr können wir versorgen. So. Wächst die Stadt wenigstens noch ein bisschen. Reicht das auch? Ja, Kapelle reicht auch. Und wenn wir das Werkzeug sonst schon nicht brauchen, können die wenigstens hier ihre Häuser noch aufwerten. Passt soweit alles sehr gut. Naja, Fischer, der hat hier auch genug zu tun. Knapp 60% Auslastung. Und vor allem das hier ist ja wichtig für die Einnahmen. Okay, passt soweit. Ja. Warten auf den freien Händler. Warten auf mehr Einwohner und dann auf die... Ah, da können wir sie bauen. Und auch dafür brauchen wir Steine. Ich glaube, dann sollten wir als allererstes die Werft bauen. Aber seht mal hier, 100. Und die Kosten allein dafür. Puh. Das sind horrende Kosten. Also jetzt sollten wir darauf achten, dass wir Steine kaufen. Und vielleicht auch Waren verkaufen. Und dann müssen wir unbedingt dafür sehen, dass wir darauf achten, dass wir die Bilanz irgendwie verbessern. Ja gut, die steigt schon, also wird gleich positiv werden, aber das muss ja auch dauerhaft bleiben. Oh, haben wir gerade was verkauft? Ich glaube schon. Verkaufserlöse, 1 Gold, naja gut. Ich weiß gerade auch nicht genau, ob die Piraten nicht auch die freien Händler angreifen. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich sehe leider auch kein Schiff beim... Oh, ein Vulkanausbruch. Ich sehe leider auch kein... Oh, es ist hier beim Konkurrenten. Der hat hier sogar eine Goldmine drin. Da bricht ein Vulkan aus. Vulkanausbruch ist sehr gefährlich, da kann natürlich eine ganze Menge an Gebäuden zerstören und fangen dann Feuer oder werden direkt zerstört. Ihr seht's hier, viel wie zerstört. Da waren die Straßen gerade. Da hat er nochmal Glück gehabt, keine Gebäude. Ja, also ich sehe keine Schiffe von der Konkurrenz. Ah, da ist wieder der freie Händler. Aber der hat auch keine Steine verkauft. Ah, er verkauft keine Steine. Er hat auch kein Holz gekauft. So. Senken wir den Preis auf 10 Taler. Hier den Preis auf 18. Da den Preis auf 8. Auf 9. Ist fast schon nichts mehr wert. Na gut. Ja, schwierige Bedingungen haben wir hier. Ohne Schiff. Und da würde ich sagen, müssen wir uns erstmal ein bisschen von erholen. Machen an der Stelle eine Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!